Hallo zusammen, hier ist zusammen zocken. Und heute wird Last Day of June gezockt oder gespielt. Ich weiß nicht, ob zocken so das richtige Verb ist für dieses Spiel. Alles, was ich weiß, ist, dass es ein Action-Adventure, nein, jedenfalls ein Adventure ist und es sehr emotional auch erzählt wird. Und viel mehr weiß ich gar nicht mehr. Es ist im Sommer dieses Jahres herausgekommen, September oder August. Und ich habe das Spiel gespendet bekommen von der Power-Up. Das ist ein Magazin, ein Online-Magazin, und dafür danke an Lisa und Simi an dieser Stelle. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Ach ja, ich habe gehört, dass es ein paar Schwierigkeiten gibt mit dem Veröffentlichen von Let's Plays von Last Day of June auf YouTube. Naja, das hat irgendwie mit der Musik zu tun. Aber ich nehme an, dass wenn es da Sperrungen gibt, dass YouTube das wahrscheinlich rausfiltert anhand irgendwelcher Scans und an der Musik dann identifiziert wird, nehme ich an, könnte ich mir vorstellen. Deswegen will ich mal schauen, als erstes in den Optionen, ob ich da irgendwie die Musik ja ganz ausschalten würde ich das, will ich es ja eigentlich nicht. Ich will es eigentlich da drin lassen. Aber vielleicht kann ich sie leiser stellen, aber ich fürchte, dass kann auch kein Scan dann unterdrücken oder ja, an dem Scan sich vorbei beimogeln lassen. Gut, ich spiele das auf der PS4 und beginne mit einer neuen Geschichte. Oder sollte ich? Also ich würde da gleich in Optionen reingehen, aber weil hier kann man. Ach doch, hier sind auch Einstellungen. Dann gucken wir mal. Lautstärke. Aha, ich kann nur die gesamte Lautstärke runternehmen. Sprache lässt sich verändern. Es ist übrigens ein kleiner italienischer Indie-Entwickler. Ja, den Namen habe ich wieder vergessen. Octavio irgendwas. Ich spiele das natürlich auf Deutsch. Ja, und die Lautstärke kann ich nur insgesamt verringern. Das ist ja, das ist doof. Dann lasse ich das halt mal so. Und schauen, was passiert. Ja. Gut, fangen wir an. Oh, ihr ist kalt. Also habt ihr gesehen, der Entwickler ist Octavonico oder so ähnlich. Oh, Mensch, ich hab's wieder vergessen. Ja. Also ihr ist kalt. Sie möchte zum Auto gebracht werden. Ja, jetzt können wir steuern. Ach so ist. Vielleicht gibt es eine Decke im Auto oder so.
Und auf dem Weg pflücken wir ihr eine Blume. So, was haben wir denn im Auto? Ja, eine Decke, ne? Warte mal, von der anderen Seite. Meine Blume ist ja weg. Ja. Ich kann keine neue pflücken. So. Also, wollte er ja kuscheln und sie nicht? Ein Geschenk für ihn. Und das Auto fährt. Hat das Auto irgendwie eine besondere Bedeutung in dem Spiel? Ich hatte ja vorhin die Befürchtung, da passiert irgendwas, als die Kamera so nah dran blieb an ihn. Jetzt nach Hause kommen oder hat er geträumt? Jetzt kann ich sie steuern, ansehen. Wo muss ich denn hin? Ach, hier. Moment. Hier. Sie will es ja anscheinend verstecken, ne? Wo wäre denn der beste Platz? Also das ist wohl ihr Atelier. Das ist ja der Mann, der das Paket gebracht hat. Ah, hier vielleicht. Naja, so richtig guter Versteck ist das jetzt nicht. Aber
gefällt dir so nicht. Vielleicht dann oben. Aber mir ist ja noch nicht ganz klar, warum sie das Paket jetzt wieder zurück hat. Da. Das Zimmer sieht nicht bewohnt aus. Was gibt's denn da noch? Schlafzimmer. Ich finde, Schlafzimmer ist keine schlechte Option. Probieren es mal aus. Ich habe übrigens eine Trophäe erhalten. Die heißt niemals zu alt. Da vielleicht? Ach, wegen dem Teddybären. Nein, das gefällt ihr auch nicht. Ah, hier ist wohl so eine Leseecke. Ja, dann. Achso, ich habe auch eine Kamerasteuerung. Ah ja. Gut zu wissen. Dann versuche ich es mal in der Küche. Hier ist zwar noch eine Tür, aber die kann ich nicht öffnen. Und hier war, glaube ich, keine Option für das Paket. Da geht es draußen, aber die Tür kriege ich auch nicht auf. Ist denn hier in diesem Zimmer irgendwas? Nee, nicht so aus. Ich versuche es mal in der Küche. Nee, auch nicht. Verflixt. Ja, habe ich was übersehen? Das ist sie, wenn sie draußen mit einem großen Keilrahmen aus der großen Leinwand was malt. Und das ist wohl, ach so, die ganze Familie. Und dann war das der Opa dann, der das Paket gebracht hat. Aber warum? Und anscheinend ist das für ihn. Tja. Also ich habe ich hier irgendwas übersehen? Noch eine Trophäe Kunstliebhaber. Wenn man sich die Bilder anguckt, nehme ich an. Oft genug. Tja. Weiß es nicht. Ich kann diese Stellen auch nicht nochmal auswählen. Also das ist auch keine Option, dass man die dann nochmal sich dann nochmal überlegt, nachdem man alle gesehen hat, zum Beispiel, und sich dann für eins entscheidet. Nee, das funktioniert so nicht. Ach so, hier war noch eine Stelle. Das stimmt ja. Sie erinnert sich an etwas.
Sind wir wieder er und der Nachbar oder wo er schießt auch für. Jetzt suchen wir die Frau. Oh, war ich gut aussehend? Oder bin ich gut aussehend? Ja? Also wir suchen. Sagen wir sie. Ah. Sie hat den ausgeliehenen Dosenöffner wieder zurückgebracht. Ja. Das war die mit dem Dosenöffner. Ja, wo ist denn jetzt unsere liebe Frau? Oh, so. So, da ist sie nicht. Hier aber auch nicht. Ja, er erinnert sich an etwas. Wieso ist das hier so ein staubiger? Picknick? Los, lasst uns ein Picknick machen. Wie damals. Oder überhaupt. Ich bin noch nicht ganz klar, ob das die erste Geschichte am Anfang, ob das ein Vorgriff war für den Verlauf oder jetzt eine Rückblende war. Wir fahren wieder dann zum Steg, um zu picknicken. Achso, und da angekommen kriegt er dann das Paket. Also es war ein Vorgriff. Ne, eine Rückblende sozusagen. Ja. Mist, kommt ein Gewitter. Schnell ins Auto. Autos sind der sicherste Ort bei einem Gewitter. So, na dann. Ah,
Beschleunigen, X drücken. Muss ich auch lenken? Naja, ich muss auch lenken können. Aber ich weiß ja gar nicht. Oh, da habe ich nicht mal nach links geguckt. Weil ich brauche ja den. Ach so. Wie bremse ich denn? Ach, hiermit. Mit links. Aha, okay. Es geht. Ich brauche nicht den ganzen Weg zu fahren. Gut, das ist gut. Last Day of June. Das ist super schön gemacht. Auch wenn nicht alles erklärt wird, aber gerade das gefällt mir ja an sich. Ich hoffe, dass sich das dann auflöst. Was der alte Mann mit dem Paket zu tun hat, vielleicht was in dem Paket ist. Und die Frau mit dem Dosenöffner. War das überhaupt ein Dosenöffner? Ich glaube, ja. Und das Kind, wieso ist das Kind nicht mitgekommen? Wo ist denn das Kind dann geblieben? Und er schläft wieder. Oder träumt er alles? Böser Traum, Trophäe. Draußen sieht es etwas abendlich aus. Der Kamin brennt. Oh. Er sitzt im Rollstuhl. Alles dunkel und er hat anscheinend Hunger. Der Kühlschrank ist aber leer. Und es gibt nur einen Teller auf dem Tisch. Ja, wir haben jetzt Dosen und vorhin erinnern wir uns nochmal daran, dass wir einen Dosenöffner zurückbekommen haben, so wie das aussah. Und er kriegt jetzt die Dose nicht auf. Ich möchte wohl nicht mehr in dieses Zimmer reingehen.
Was da wohl passiert ist, kann man sich wohl ganz leicht beantworten. Ich hoffe ja nicht, aber es sieht alles danach aus. Was passiert? Erinnern. Erinnert er sich jetzt an das, was passiert ist, vielleicht? Das fängt an, richtig traurig zu werden. Ja. Also, da ist der kleine Junge. Und da war ein Warnschild. Warnhinweis. Nicht da reingehen. Oh, und hier ist die Straße. Da ist der Ball rübergekullert. Oh nein. Wieso sind die denn bloß mit dem Auto dahin gefahren? Es sah doch gar nicht so weit aus. Ach nee. Ein Ball. Also hier sind überall Erinnerungen an ihn und seine Liebsten. Ah.
Sie zeichnet den Jungen. Und er pflückt eine Blume für sie. Hier führen Treppen hoch, da kommt er natürlich nicht hoch im Rollstuhl. Und hier sind Bilder, die Bilder, die sie gemalt hat, nehme ich an. Also wenn wir die Bilder finden, kommen die wieder zurück. Da ist noch eins, aber da komme ich nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Also es ist ein Puzzlespiel. Ich habe, glaube ich, vorhin am Anfang gesagt, ein Action-Adventure. Es ist natürlich ein Puzzle-Adventure. Besser gesagt. Was sind das für Zeichen? Kirche und Ausguckspunkt, Ausblick, Ausguck. Naja, sie zeichnet ihn, wie er seine Bizeps anstrengt. Hier haben sie lustige Momente gehabt. Und auf der Bank hatten sie vielleicht einen Lieblingsplatz, wo sie oft gesessen haben. Ja. Ach ja, richtig. Wir haben ja jetzt eins der Bilder gefunden. Und das ist dann wieder ins Atelier gekommen, schätze ich mal. Dann sollten wir da vielleicht wieder zurück. Ich glaube, ich war auch jetzt überall, wo ich so weit hinkomme. Dann kommen wir auch nicht mehr nach oben. Mit dem Rollstuhl geht das ja nicht. Also, da ist ein Bild, das ich berühren kann. Der kleine Junge. Sie retten.
Keiner hat Zeit für den Jungen. Also, damit kommt er wieder runter. Also der Wind hat den Ball runtergepustet. Tür kriegt er nicht auf. Dann geht's hier durch. Hier ist auch noch irgendwas. Oh. Aha, 1 von 20 Bilder. Aha. Auswählen. Zurück. Zurück. Aha. Ach, Erinnerungen sind das. Okay, also gibt's so Sammelbilder anscheinend zu finden. Hier ist der Ball. Oh nein. Will Opi mit uns spielen? Was ist das? Was ist hier passiert? Ich bin... oh, jetzt bin ich wieder draußen. Und wo ist der Ball? Ach, da ist der Ball. Da war hier ein Bug. Moment, wenn ich es jetzt von hier aus werfe. Klappt. Klappt nicht. Klappt nicht. Klappt das nicht? Klappt das überhaupt nie, oder...
Nein. Vielleicht ein drittes Mal. Ne. Sieht nicht so aus, als ob wir das schaffen. Okay. Da ist diese Trophäe. Nicht so gut beim Basketball. Na gut. Da ist, ja, da muss man wohl später wieder kommen. So. Zack. Ah, guck mal. Mit dem Hund spielen. Ja. Jetzt hat er einen Spielpartner. Aber der Alte ruft doch nach uns. Ja. Hey. LR1. Was? Was bedeutet das? Und hier sollten wir lieber nicht spielen. Nein. Es ist 7 Uhr. Das regnet. Sie fahren wieder zurück. Aber es geht darum, anscheinend sie zu retten. Kann das sein? Einen Weg zu finden, sie zu retten. Zurückspulen. Ah. 6 Uhr. Tja, das heißt also wohl, dass wir zum Opa laufen sollen. Am besten auf dem direkten Weg. Und hier ist der Weg noch frei. Also nein, ich spiele jetzt natürlich nicht mit dem Hund, sondern laufe zu meinem Opi, der hier oben nach mir gerufen hat. Ja.
Was? Ich soll ihn noch mal fragen? Hier ist irgendwie so eine Hakmöglichkeit für das Seil. Was passiert denn, wenn ich ihn noch mal frage? Es wäre ja komisch, wenn die Möglichkeit noch besteht. Also. Achso, das darf ich wohl nicht nehmen. Ne? Och. Und was ist damit? Okay, also hier dieses Seil. Der Opi hat was dagegen. Das darf man nicht nehmen. Das bedeutet aber auch, dass der Opa... Der muss abgelenkt werden. Vielleicht jetzt? Wenn ich mich beeile? Aber wie will er denn an den Drachen kommen? Oh, oh. Kommst du jetzt so nicht dran, ne? Ist mein Ball. Gibt es hier noch irgendwas? Eine Dorfkarte, Ansichtskarte, Wegkarte. Da ist die Kirche, Aussichtspunkt oder Platz. Das Haus und die Straße. Das können wir schon mal erkennen. Hier ist ein Schloss. Der Opa, der trägt einen Schlüssel mit sich. Dreimal kann man raten, für wen dieser Schlüssel gedacht ist. Ja. Wie kriege ich diesen Drachen runter? Ja. Und jetzt? Der Ball ist weg. Ich glaube, der Ball ist jetzt weg. Was machen wir denn mit dem Drachen? Ach, guck mal.
Erkunder, Trophäe erhalten. Ja, solange das Wetter schön ist, sitzen die da noch, ne? Aber um 7 ist das dann nicht mehr der Fall. Na, schauen wir mal hier rüber. Da ist ein blauer Ball, also ein blaues Ding. Für eine Erinnerung, aber da komme ich nicht durch. Von dieser Seite aus. Komme ich von der Seite dran? Nicht mit dem Hund spielen. Nein. Ist auch so ein blaues Ding. Das waren, glaube ich, diese Sammelkarten. Zwei von 20. Muss ich da in die hier reingehen, um das, um sie anzuschauen? Tatsächlich. Aha. Und jeder hat dann wohl 5 von diesen Erinnerungsblasen. Das heißt, dass wir auch die andere Charakter spielen können. Schießt hier rum. Nein. Hier die Ausfahrt. Da ist die Straße, ne? Nee, der Junge kommt da nicht durch. Das können wahrscheinlich nur die anderen machen. Ist aber auch doof, wenn man das einzige Kind weit und breit ist und die Erwachsenen nie Zeit haben, mit einzuspielen. Die dürfen keine Hunde spielen.
sehe, Sperrmüll. Nee. Ah. Ja. Moment, kann ich denn springen oder so? Nee. Ja, die Zeit ist leider um. Ich muss hier einen Schnitt machen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Also es ist wirklich ein sehr schönes Spielchen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert oder so, aber wir werden es sehen. Ich hoffe, euch hat es auch etwas gefallen. Nein, etwas streichen wir bitte. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.